Das Astrovel-Angebot der Woche. Basische Produkte im Zeichen der Sterne. Wird Ihnen präsentiert von Heilpraktikerin Susanne Seemann. Und die Marskraft, meine liebe Susanne, passt auch heute wieder optimal in die Sendung. Denn ich habe es vorhin schon im Gespräch mit Nicola Alexandra Schoklowski erwähnt. Wir alle sind ein bisschen müde, die Frühjahrsmüdigkeit nach dem langen Winter. Da will man jetzt endlich wieder zu Kraft, zu mehr Energie kommen. Und du hast ein wunderbares Produkt, das uns wieder zu Kraft verhilft, nämlich der Marskraft. Ganz genau. Hallo nach Berlin, liebe Andrea, ich grüße dich. Und ich habe es ja schon gesehen, denn es ist auch angelegt natürlich an das, was die Inder oftmals machen, nämlich Schafstoffe zu benutzen, um eine innere Wärme wiederherzustellen. Und genau, ich habe eine Kräuterkombination zusammengestellt und in eine Kapsel reingepackt, die praktisch die innere Wärme wieder aktiviert, die unsere Schärfe wieder aktiviert und die damit natürlich auch das Energiepotenzial von jedem Einzelnen wieder etwas anhebt. Und gerade jetzt bei der Frühjahrsmüdigkeit, wir kennen das alle, wir sind noch müde, das Licht kommt noch nicht in all unsere Zellen hinein, wird durch die Marskraft genau das aktiviert. Also es sind zum einen ganz viele tolle Kräuter mit drin und zum anderen natürlich auch unter den energetischen Gegebenheiten unseres Powerplaneten Marses geerntet. Und das Schöne ist, du liegst damit auch voll im Trend, denn es ist ein veganes Nahrungsmittel und es ist ein Mittelchen, das, und das hast du gerade wunderbar gesagt, das für die Zuschauer gerade in der jetzigen Zeit genau das unterstützt, was wir einfach wieder brauchen, nämlich die Kraft. Und ich lese aber gerade in unserer Bauchbinde, nur solange der Vorrat reicht, und das macht mir ein bisschen Angst, das heißt, unsere Zuschauer müssen schnell zugreifen, zu einem übrigens super Preis heute wieder, denn das ist natürlich auch ein Nahrungsergänzungsmittel und da kannst du nicht in Massen anfertigen, sondern hast eben nur eine gewisse Stückzahl dann auf Lager, ne? Genau, weil das ist auch wichtig. Ich nehme ja die Produkte oder auch die Kräuter nur dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie wirklich auch mit Marsenergie richtig aufgetankt sind. Das ist die alte Signaturenlehre, die auch schon Paracelsus benutzt hat und ich habe sie einfach wieder auferstehen lassen und es ist etwas Wunderbares. Das heißt, wir haben zum einen mal Mars Kräuter mit drin, es ist Cayennepfeffer mit drin, es ist zum Beispiel Moringa mit drin, das ist ein ayurvedischer Wunderbaum, der ganz viel im Körper bewegt, grüner Tee, also ein Vitaminspender, Vitamin-C-Spender, viel, viel mehr als zum Beispiel Acerola-Kirsche oder die Zitrone oder Orange, das wissen viele vielleicht gar nicht. Also das heißt, wir geben unserem Körper mit so einer Marskraft-Kapsel wirklich unglaublich viel Vitalstoffe wieder zurück. Dann ist zum Beispiel die Maca-Wurzel mit drin, kennen ganz viele, wenn man mal so hormonell etwas aus dem Gleis gelaufen ist. Und natürlich so ganz wunderbare Blüten wie Damiana. Die wurde zum Beispiel in der Antike auch als Liebestranksblüte benutzt. Ah, ich wollte gerade sagen, wann nimmt man das am besten zu sich? Ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich immer morgens, aber je nachdem, was man noch vorhat. Das heißt, wenn man abends auf die Piste gehen möchte und vielleicht den Liebespartner treffen möchte, könnte man so eine Kapsel ruhig auch am Abend treffen. Weil also das, wenn man natürlich ein Date hat, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man das vorher macht, weil dann sind wir wirklich auch aktiv und wir sind natürlich auch auf Liebe eingestellt. Es ist ähnlich wirklich wie auch mit den Gewürzen, die Inder benutzen, sind diese Kräuter so, dass sie unser Inneres über das limbische System ausrichten und dementsprechend natürlich auch Lockstoffe aussenden. Das heißt, wir aktivieren wirklich alles von innen und außen und das ist wie eine Batterie und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Wir haben nur noch begrenzte Zahl, denn ab nächste Woche haben wir Jupiter. Da kommt das Jupiterjahr, Andrea, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Und jetzt müssen wir aber den Körper vorab, die Zellen auch noch aktivieren, damit wir dann auch voll auftanken können. Ja, wir freuen uns alle schon wahnsinnig auf Jupiter. Ab 21. März gehen wir mit noch mehr Leichtigkeit durchs Leben. Allerdings sollte man sich jetzt schon mal die Kraft holen und zuschlagen, denn ich kann es an dieser Stelle nur noch mal kurz erwähnen, nur solange der Vorrat reicht, es sind nur noch begrenzte Stückzahlen da, hat Susanne ja gerade auch schon gesagt. Und Sie bekommen heute nicht nur die Marskraft nach Hause, sondern auch noch den sidirischen Mondkalender und das wirklich zu einem tollen Preis, anstelle von 18,80 Euro für 15,95 Euro und den sidirischen Mondkalender nur für unsere leichter Leben-Zuschauer. Und den sollte man sich auch nach Hause holen, denn du bist natürlich auch einmal die Woche mit deinem sidirischen Mondkalender bei uns und man kann da schon die besten Notizen
genau. anbringen. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich hatte vor kurzem eine Kundin in der Beratung und die hat mir erzählt, dass sie einfach, seit sie die Maßkraft nimmt, viel mehr Lebensfreude wieder hat, auch raus in die frische Luft zu gehen. Das heißt also, manchmal fehlt uns auch der innere Antrieb, dass wir einfach rausgehen können und sagen, wir genießen die Sonne, wir genießen die frische Luft, wir können uns nicht aufraffen, wir liegen auf der Couch, sind die Couch-Potatoes. Und da ist natürlich genau wichtig, dass so ein Kraut oder viele Kräuterkombinationen uns wieder in Bewegung bringen. Und genau das macht die Maßkraft. Das heißt, durch diese Kräuter, die dort mit drin sind, eben auch Moringa, die Guarama, wie ein biologischer Kaffee, macht es uns wach, ohne uns eben zu übersäuern. Und dann haben wir wieder Power, dass wir rausgehen und die Natur und eben das natürliche Leben wieder genießen können. Und wir alle kennen das gerade. Durch den Winter, durch die lange Sitzerei auf der Couch, weil man sich abends auch nicht mehr aufraffen wollte, noch irgendwas zu unternehmen, ist man auch so ein bisschen eingerostet. Man ist ein bisschen müde und jetzt brauchen wir auch wieder ein bisschen Unterstützung, um die Lebensgeister zu erwecken. Und da ist die Maßkraft genau das Richtige. Ganz genau. Also es ist so wirklich die Aktivierung unserer inneren Batterie. Das heißt, über diese Kräuter werden wir wieder wachgeweckt. Und natürlich, was ganz wichtig ist, die Basendepots im Körper werden deswegen trotzdem aufgefüllt. Das heißt, wir tun unserem Körper auf dieser Seite auch noch was Wunderbares mit den basischen Kräutern. Das heißt, wir füllen wieder alles genau auf, damit Knochen, Haut, Haare, Nägel, Knorpel, alle wieder profitieren können von den vielen Basen. Denn die gehen uns ja verloren, wenn wir übersäuert sind. Und in der Maßkraft ist praktisch bei das kombiniert zum einen die Aktivierung und natürlich auch die Basen, die uns wieder volle Kraft vorausgeben fürs kommende Jahr. Und ich gebe Ihnen ganz kurz noch den kleinen Tipp. Schreiben Sie sich die Telefonnummer unten mal eben schnell auf, falls die Telefone gerade bei dir ein bisschen überlastet sind. Kann man natürlich auch im Anschluss an die Sendung noch bestellen. Nur solange der Vorrat reicht, das möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, für einen wirklich tollen Preis anstelle von 18,80 € für 15,95 €. Und es gibt für unsere Leichter-Leben-Zuschauer sogar heute noch den siderischen Mondkalender dazu. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Angebot nur für Sie heute. Also holen Sie sich die Power und die Kraft jetzt ganz schnell nach Hause. Susanne, am Montag oder Dienstag? Wann haben wir den Montag? Montag, ganz normal. Der Montag bleibt der Montag. Das war nur eine Ausnahme. Wunderbar. Dann freue ich mich auf den Montag zum Mondkalender. Und Sie sollten schnell zum Telefonhörer greifen, weil vielleicht können Sie sich dann die Tipps von Susanne Seemann am Montag schon in Ihren siderischen Mondkalender schreiben. Sehr gerne. Ich freue mich. Ich mich auch. Lass dir gut gehen bis dahin. Danke. Tschüss. Das Astrovel-Angebot der Woche, basische Produkte im Zeichen der Sterne, wurde Ihnen präsentiert von Heilpraktikerin Susanne Seemann.